Hallo liebe Retro-Freunde, hier ist der CD von NextGame und willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Sendung 15 Minutes of Game. Ja, und heute wurde mal das Super Nintendo angeworfen und vielleicht erkennen es einige schon. Im Hintergrund läuft dann ein bisschen Vorgeschichte und ja, heute geht's um Cyberpunk, Hacken, die Matrix und Shadowrun. Na, hier läuft das stimmige Intro. Cyberpunk ist sicherlich bekannt, seit den 80ern, ein interessantes Genre, handelt von einer düsteren, dystopischen Zukunft, in der die Menschen bzw. die Menschheit von Konzernen regiert wird. Ist ja ein beliebtes Thema seit den 80ern. Ja, hier ist jetzt das Intro, das ein bisschen Stimmung reinbringen soll. Tja, gehen wir mal in den Startbildschirm. Ja, Shadowrun ist 1993 erschienen fürs Super Nintendo. Es gibt auch eine PAL-Version. Häufiger anzutreffen ist sicherlich die US-Version. Die PAL-Version ist relativ selten. Ja, Shadowrun ist eine Mischung aus Action-Adventure und RPG. Spielt in einer dystopischen Zukunft in Seattle. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Spiel. So, hier wird euer Protagonist, den ihr spielen werdet, für tot erklärt und einfach mal im Krematorium in die Kiste geschoben. Ja, wir kümmern uns morgen früh um ihn. Ja, aber doch so ganz tot bin ich irgendwie nicht. So, wie ihr seht, das Spiel ist auch auf Deutsch. Es gibt auch eine komplett deutsch lokalisierte Version. Die spiele ich jetzt hier auch. Ja, das Spiel ist, wie ihr seht, isometrisch. Man bewegt sich wie bei Landstalker oder so weiter, immer in der isometrischen Ansicht. Das Spiel ist eine Mischung aus direkter Steuerung, wie hier meinen Charakter steuere ich direkt, und Point-and-Click-System. Man kann hier so einen Cursor aufrufen, mit dem man interessante Items hervorheben kann. Hier zum Beispiel kann man jetzt untersuchen. Ja, Instrument ist sehr scharf. Hier liegt jetzt ein Skalpell. Das kann man dann auch direkt aufheben mit dem R-Button. Kann man noch ein bisschen die Gegend untersuchen, wie Türen öffnen im Kühlschrank. Ja, und allerhand Items aufsammeln. Ja, jetzt gehen wir mal hier die Tür rein und starten das Spiel. So, jetzt haben Sie hier den Zombie gesehen. Also Hintergrund ist, dass ihr ein sogenannter Shadowrunner seid. Jemand, der sich für Geld in Netzwerke von anderen, von großen Firmen reinhackt und das zu seinem geldwerten Vorteil nutzt. Ihr wacht jetzt hier ohne Erinnerung in der Leichenhalle und es geht halt darum, auch rauszufinden, wer ihr seid oder wie ihr da hingekommen seid. So, jetzt sind wir auf der Straße angekommen. Sprich uns erstmal diese freundliche Person an. Shadowrun hat ein relativ interessantes Dialogsystem. Man kann jetzt oben sehen, dass der Begriff Killer fett geschrieben ist. Jetzt kann man zum Beispiel nach Frage nachgehen und dann eröffnet sich hier so ein Wörterglossar, aus dem man dann immer die Themen auswählen kann. Ja, sie wollen dich tot sehen. Wenn ich du wäre, würde ich mich vorsehen. Okay, okay, kann man noch sprechen. Kriegt man noch den Hinweis auf Schusswaffe? Fragen wir mal nach Schusswaffe. Ja, keine Zeit, mich mit der Leiche zu unterhalten. Bla bla bla. Gut, rennen wir einfach mal hinterher, denn da beginnt das Spiel auch. Die Musik ist übrigens hervorragend, die im Hintergrund läuft, muss man sagen, das ganze Spiel über. Und trägt echt zur düsteren Atmosphäre des Spiels bei. So, jetzt sind wir hier in so einer dreckigen Hintergasse, gibt schon Schießereien. Ja, sieht aus, als hättest du die falsche Abzweigung genommen. Hier liegt zufälligerweise eine Pistole. Die greifen wir uns direkt mal. So, gehen wir mal ins Menü rein, wenn wir eh hier ausrüsten müssen. Wie man sieht, hier kann man Gegenstände, da sind High-Items, Quest-Items und so weiter drin zu finden. Der Shadowrunner kann später auch Magie lernen, dafür brauchen wir die nötigen Items, das lernt man später im Spiel. Da gibt es klassische Heilzauber, Feuerzauber, Plasmaschüsse und so weiter. Ja, Waffe, da wollen wir jetzt eine ausrüsten, nämlich die Beretta-Pistole, die ich gerade gefunden habe. Ja, dann gibt es Rüstungen, besondere Fähigkeiten. Hier gibt es, kann man Übersicht meiner Fähigkeiten, ist alles noch auf Level 1, Schusswaffen, Computerkenntnisse. Damit kann man später sich einen Computer hacken und... Ja, machen wir erstmal weiter und ziehen die Waffe. Das Kampfsystem ist so eine Mischung aus rundenbasiert und Würfelsystem. Das heißt, es läuft ein klassisches Würfelsystem im Hintergrund ab. Das wird immer per Zufall berechnet, wie gut man trifft. So, untersuchen wir mal den Kollegen hier. Tja, da gibt es jetzt eine Lederjacke. Die nehmen wir auch direkt mal als Rüstung.
rüsten uns schnell die alte Lederjacke aus. So, und schauen sind wir etwas besser bestückt für die nächsten Minuten. So, laufen wir mal weiter die Gasse. Also, wie gesagt, es gibt Items, es gibt auch Waffen. Man kann seinen Charakter komplett eigen skillen. So. So, jetzt spricht so ein Roboterhund mit mir. Hund kontrolliert dein Schicksal. Okay, suche drei Gegenstände. Das ist jetzt das Mainquest. Fragen wir mal nach Hund. Ja, jetzt werde ich nur angewählt. So, also, wir haben jetzt neue Items gefunden. Wie gesagt, den Charakter kann man relativ frei skillen. Man kann durch das bestimmte Töten von Gegnern sich Karma-Punkte dazu verdienen und diese kann man, während man schläft, kann man dann verteilen und seinen Charakter entsprechend weiter aufleveln. So. Achso, hier kann man auch schon mal ein gewisses Quest-Item machen, indem wir den Hund da drin befreien. Mal die Tür öffnen hier. Ja, der lässt hier so ein Hundehalsband liegen, ist auch ein Quest-Item, das wir später brauchen. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, optisch wie auch akustisch, muss man sagen. Die Musik ist wirklich großartig und passt sehr gut zur düsteren Zukunftsatmosphäre. Aber auch die Grafik ist sehr stimmig gehalten, muss ich sagen, steuert sich auch ziemlich gut. So, hier kommen wir an das Geschäftsgebäude. Ich laufe jetzt erstmal ein bisschen weiter, weil ich jetzt den Weg nun auch schon kenne, was man zuerst machen muss. Damit wir auch ein bisschen was vom Spiel zu sehen kriegen. Ja, jetzt liegt hier so ein Typ angeschossen auf dem Boden. Den können wir untersuchen. Ja, hat einen Schlüssel in der Tasche. Nehmen wir doch mal den Schlüssel mit. Der hilfsbereiteste sind wir offensichtlich nicht, weil helfen wollen wir dem Typen offensichtlich nicht. Können wir auch nicht, wenn ich jetzt mal sprechen. Ja, der kann nicht sprechen. Ob der jetzt tot ist, keine Ahnung. So. Da haben wir jetzt den Schlüssel geholt. Gehen wir mal direkt weiter. Es passieren noch Zufallskämpfe in dem Spiel. Das heißt, gelegentlich tauchen mal Gegner in so Schießscharten auf, schießen aus dem Fenster oder hinter der Ecke hervor. Die gilt es möglichst über den Haufen zu knallen, um sich dadurch Erfahrungspunkte zu sammeln. So, ich glaube, das hier war meine Wohnungstür. Tür ist abgeschlossen. Oder was? Ne, ich glaube, hier war es. Ja. Nehmen wir auch gleich mal den Schlüssel. Gegenstände. Türschlüssel. Gebrauchen. Zack, da ist es. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Nehmen wir doch mal hier diese stylische Sonnenbrille mit. Die brauchen wir später auch im Spiel. Da klingelt mein Videotelefon. Ja, ist sehr gut. Untersuchen. Eine auf Band gesprochene Nachricht. Sagt den Einsatz als Runner-up Jake. Ja, da werde ich jetzt bedroht. Also im Laufe des Spiels erfährt man immer mehr, wer man ist, worum es geht. Das ist natürlich, also die Story erschließt sich dann von Stück zu Stück. Ist jetzt auch nicht so typisch 0815 die Story oder so einfach lieblos runtererzählt. Man muss schon ein bisschen kombinieren und auch ein bisschen zusammenreimen. Das ist jetzt nicht die leichteste Kost. Das Spiel lehnt sich auch stark an Klassiker wie Neuromancer, das Buch kennt man ja, also auch hier werden Begriffe wie Matrix, Cyberspace und so weiter verwendet. Der einzige Unterschied zwischen dem Klassiker Neuromancer und jetzt Shadowrun ist halt, dass Shadowrun Fantasy noch mit einmischt, das heißt, es gibt Orks und alle möglichen anderen Rassen hier in diesem Spiel. So, legen wir uns einfach mal schlafen. So, Bett. So, netterweise bietet das Spiel eine Speicherfunktion, das heißt, man kann problemlos abspeichern und es geht auch besonders schnell, das liebe ich in Zeiten der PS3 und Xbox 360 dann doch, dass man jederzeit schnell abspeichern kann. So, Karma habe ich jetzt keine Punkte, die kann man aber hier verteilen auf Körper, das ist Energie, Kraft ist, wie viel man tragen kann, für schwerere Waffen braucht man mehr Kraft, Charisma ist, beeinflusst das Gespräch mit anderen Charakteren. Das ist auch noch ein zentraler Aspekt von Shadowrun. Man kann sogenannte Runner engagieren für Geld. Kann sich eine Party zusammenstellen aus schlagkräftigen
Kollegen, die sich für euch in die Matrix hacken und Runs mitmachen im Cyberspace oder halt schwer bewaffnete Orks, die euch bei Straßenschlachten unterstützen. Das macht das Ganze noch ein bisschen taktischer und auch durchaus spaßiger, wenn man noch mehr Möglichkeiten hat, mit seiner Party zu interagieren. So, hier gibt es jetzt nichts aufzuleveln für mich, deswegen gehen wir mal weiter und stehen wieder auf. So, den Schlüssel haben wir jetzt geholt. Also es gibt schon relativ viel zu spielen. Man spielt mal locker 10-15 Stunden an dem Spiel. Es ist auch nicht ganz einfach, muss ich sagen. Also die Hinweise kriegt ihr nicht auf dem Silberteller serviert. Es gibt auch keinen Questlog oder sowas. Da muss man schon ein bisschen kombinieren, ein bisschen mitdenken. Sonst gestaltet sich das Ganze doch eine Ecke komplizierter. Ich zeige euch jetzt mal einen der Kollegen, den man hier anheuern kann. Hier sind wir in Sensenmann-Club. Ich glaube, den netten Ork hier unten können wir anheuern. Quatschen wir mal ein bisschen mit dem. Ja, Eisenfaust kann ich jetzt schon nicht leiden. Was berappen, wenn nur ein Decker wie mich anwerben muss? Also der würde jetzt mit einem sogenannten Deck sich in den Cyberspace hacken und für mich sogenannte Runs, also Raubzüge im Cyberspace, durchführen. Ja, okay. So, quatschen wir mal mit dem Barkeeper. Hier geht's nämlich auch weiter mit der Story. Tja, frag nach dem üblichen. Okay, Eistee. Also ich scheine nicht der harte Typ zu sein, der viel Alkohol trinkt. Schönen Eistee für mich. Also die Musik ist wirklich großartig, muss ich immer wieder betonen. Also allein wegen der Musik hält mich das Spiel noch immer bei der Stange. Also das ist wirklich toll gemacht. So, Eistee. Ja, spoilern mal ein bisschen, gehen direkt zu dem müden Gast hier. Clubgast untersuchen. Sieht sehr müde aus. Ja. Wir haben schön koffeinhaltiges Getränk dabei. Geben wir dem noch einfach mal den Eistee. So, jetzt gibt es einen Eistee. Jetzt will er auch mit uns reden. Prostkumpel, dazu noch mein Lieblingsgetränk, der freut sich. Eintrittskarten. Ja, fragen wir doch mal nach Eintrittskarten. Maria Mercurial Konzert. Sie gehörten fast schon zu mir. Ich hatte den Grinder sogar schon das Geld dafür gegeben. So, hier kann man halt, wie gesagt, man sieht dieses Sprachsystem, kann halt jetzt nochmal nach anderen Sachen fragen, wie Maria. Maria ist die heißeste Nummer in der Stadt. Und Grinder. Er wurde von Lone Star erledigt. Die Leute vom Leichenschauhaus haben seine Überreste weggeschafft. Gut. Gut, jetzt müssen wir einen Lone Star beschaffen. Das heißt, das ist eine Elite-Einheit. Sie hat mich zur Strecke gebracht, beziehungsweise im Leichenhaus eingeliefert. Jetzt müssen wir uns so einen Lone Star-Badge besorgen vom zuständigen Typen. Das können wir auch kaufen. Aber ich denke, hier hören wir langsam mal ein bisschen auf mit dem Spoilern. Also nochmal zusammengefasst, Shadowrun ist ein wirklich klasse Spiel. Für Super Nintendo kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das Spiel mal anzuschauen. Es ist nicht ganz billig, kostet OVP seine guten 50, 60 Euro für Super Nintendo. Aber auch das lose Modul tut es problemlos. Ist für ca. 25 Euro zu haben und ich muss sagen, das Spiel ist wirklich jeden Euro wert. Es ist wirklich ein toll gemachtes Spiel. Ja. Und schaut es euch einfach mal an. Wir haben beim nächsten Mal noch ein Text-Review. Wer es mit Text hat, der kann sich das auch mal durchlesen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.